Ich grüße euch, edle Damen und Herren. Martin Grimm ist mein Name und ich bin der Torwächter hier im Ostertor, auch Lanzerer Tor genannt. Ich berichte euch über die Umstände, die sich in meiner Heimatstadt Ehring in den letzten 30 Jahren zugetragen haben. Von Hunger und Leid, Feuer und Pest, Krieg und Plünderung. Was mein Ehring erdulden musste, ist schwer zu beschreiben. Dreimal wurde die Stadt ausgeplündert, die Bürger vertrieben oder getötet und die Häuser in Schutt und Asche gelegt. Dreimal wurde sie wieder aufgebaut und heute steht sie nun schöner und größer da als je zuvor. Das Unglück begann im Jahre des Herrn 1618 mit dem Fenstersturz zu Prag. Die schwedische Armee überzog daraufhin den Kontinent mit Feuer und Schwert. Die Stadt fühlte sich gut für die kommende Kriegsgefahr gerüstet. Die Stadtmauer wurde in Vorahnung der kommenden Ereignisse im Jahre 1619 fast komplett neu errichtet. Der Erdwall zwischen den beiden Wassergräben wurde ausgebessert und nochmals erhöht. Im Stadtgraben wurden über und unter Wasser Fallen und Hindernisse eingebaut. Hinter der Stadtmauer wurden große Körbe gefüllt mit Erde und Steinen gelagert. Diese boten Schutz vor Feuerwaffen und sollten bei Zerstörung der Mauer die Verteidigung unterstützen. Steine und andere Gegenstände dienen als Wurfgeschosse, die von den Wehrgängen aus auf den Gegner geschleudert werden. Auch die Stadttürme waren Tag und Nacht besetzt, um bei Gefahr die Bürger rechtzeitig warnen zu können. Der Wochenmarkt bot nur noch eine geringe Auswahl und um die wenigen Waren wurde heftig gefeilscht und die Preise stiegen in ungeahnte Höhen. Um die Kriegsgefahr von den bayerischen Städten abzuwenden, wurde durch herzoglichen Erlass für alle Sonnenfeiertage ein 10-stündiges Gebet in den Kirchen angeordnet. Im Mai des Jahres 1632 drangen nun schlechte Nachrichten in die Stadt. Die Schweden hatten Moosburg geplündert und waren auf dem Weg nach Erding. Im Morgengrauen erblickten die erschreckten Einwohner eine gewaltige Armee vor den Toren der Stadt. Die Stadtmauer war niemals für die Abwehr von Feuerwaffen gebaut worden und bot den Kanonen der Schweden keinen nennenswerten Widerstand. Der Weg war bald frei für die schwedische Armee. Das Morden und Plündern begann. Ah! Ah!
Über 100 Bürger starben sofort oder an den Folgen der Misshandlungen. Und bald darauf brannten die ersten Häuser. Am nächsten Morgen wurde das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. 105 Gebäude waren abgebrannt, davon 53 Wohngebäude. Das Freisinger Tor war zerstört und auch das Heilig-Geist-Spital. Verschont von den Bränden waren Gott sei Dank die Kirchen und auch das Rathaus. Dank dem Fleiß unserer Bürger dauerte es keine 2 Jahre, bis die meisten Kriegsschäden wieder beseitigt waren. Aber der Krieg war noch nicht vorbei. Er zog nur weiter und wir erhielten nur eine kurze Atempause. Standen die Schweden zum zweiten Mal vor den Toren Erdings. Und der Herzog Bernhard von Weimar wurde die Stadt ohne großen Widerstand eingenommen und ausgeplündert. Einige Tage später wurde sie in Brand gesteckt. Wieder wurden 105 Häuser zerstört, davon 53 Hauptgebäude. Von den 301 Bürgern galten danach 185 als durch den Krieg verarmt, besaßen also weder Haus noch Hof noch Geldvermögen. Neben den über 100 Häusern waren die Seitenkapellen der Stadtkirche zerstört und auch das Hager Tor war schwer in Mitleidenschaft gezogen worden.
Der nun schon über 16 Jahre dauernde Krieg forderte noch weitere Opfer in unserer Stadt. Durch Hunger, Seuchen und auch dem Schwarzen Tod starben nochmals ein Drittel aller Einwohner. Im Juni 1648 zogen die Schweden bis nach Freising. In unserer Stadt brach Panik aus und der Bürgermeister, der Rat und die meisten Bürger flohen nach Wasserburg. Nur noch wenige Alte, Kranke und Mittellose blieben in der Stadt zurück. Die Schweden forderten von uns eine Summe von 120.000 Talern und boten dafür die Garantie, Erding zu verschonen. Sofort wurden zwei Boten in das Feldlager zu Mühldorf gesandt, um die Verhandlungen zu führen. Inständiges Bitten und Klagen konnte die Summe auf 4.000 Taler reduzieren. Die Hälfte sollte sofort und der Rest binnen 2 Monaten gezahlt werden. Die beiden Abgesandten blieben so lange als Geiseln im Schwedenlager. Nun wurden große Anstrengungen unternommen, den Betrag aufzutreiben. Das war schwierig, da in der Stadt selber nur noch wenige Bürger anwesend waren und der Rest sich in Traunstein und Wasserburg verstreut hatten. Schließlich wurde die Hälfte des Betrages eingesammelt und sofort in das Feldlager der Schweden gesandt. Diese quittierten zwar den Betrag, nur sollten die restlichen 2.000 Taler innerhalb von 5 Tagen gezahlt werden. Andernfalls würden die Geiseln hängen und Erding in Schutt und Asche gelegt werden. In höchster Not wandten sich nun die Bürger an den Kurfürsten in München, der auch bereit war, den Betrag vorzustrecken. Am 1. September nun wurde die Summe per Boten an den Grafen Lübenhaupt im Feldlager zu Moosburg überstellt und 9 Tage später wurden die Geiseln entlassen und der ersehnte Schutzbrief mit übersandt. Die Bürger fühlten sich nun sicher. Aber im September des Jahres 1648, knapp 4 Wochen vor der Unterzeichnung des Friedensvertrages, ritt ein Trupp von Schweden und wohl auch Franzosen in die Stadt, raubte, was noch übrig war, und zündete die Stadt an. Das Feuer, größer und schrecklicher als alle Brände zuvor, wütete eine Woche. Das Rathaus, die Frauenkirche, das Bräuhaus, der Pfändnerturm, das Landshuter Tor samt Wächterhaus, das Freisinger Tor wurden in Opfer der Flammen. Der Stadtturm wirkte wie ein Kamin. Die Flammen erreichten die Glocken, die geschmolzen zur Erde fielen. Alle Häuser bis auf 7 wurden zerstört. Die wenigen verbliebenen Einwohner konnten den Flammen keine Gegenwehr bieten. Der Wiederaufbau der Stadt dauerte wohl über 20 Jahre. Der schöne Turm erhielt 1661 seine neue Kuppel und das Rathaus wurde 1662 wiederhergestellt. Damit endet nun die Geschichte. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte wurde Erding noch mehrmals vom Krieg, Hunger und Seuchen getroffen. Und jedes Mal erholte sich die Stadt und die Bürger und wagten einen Neuanfang. Heute steht Erding größer und schöner da als je zuvor.
Wir dürfen auf unsere Stadt stolz sein und sollten darüber wachen, dass sie ihren einmaligen Charakter nie verliert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.